heutigen Video zeige ich euch meine Top 3 1 von 16 Skywars Kids und sag so ein bisschen meine Meinung dazu. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und kommentiert auf jeden Fall mal eure Top 3 1 von 16 Skywars Kids. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. So Freunde, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Ninja Kid und das hier ist natürlich alles meine eigene Meinung. Mit dem Ninja Kid hat man eine Ledercap und eine Sharpness 1 Axt, Sharpness 1 Unbreaking 1, um genau zu sein. Das ist ziemlich stark, wenn man halt einfach am Anfang sofort alle Kisten abbauen kann, anstatt die normal zu looten. Was halt zum Beispiel auf dieser Map hier praktisch ist. Es sei denn, man bekommt kein gutes Equip am Anfang, dann so wie ich, dann hat man nämlich ein kleines Problem. Ja, auf jeden Fall, mit dem Kit hat man, wie ihr bereits gesehen habt, diese Axt. Und das ist nicht alles, man hat auch eine besondere Fähigkeit, aber zu der kommen wir gleich. Auf jeden Fall mal, wenn ihr mehr 1.16 Content sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und schreibt mal eure Top 3 in die Kommentare. Das ist der erste Gegner. Und ich will ihn einfach mal hier tot. Mit dem Kit müsst ihr unbedingt aufpassen, dass ihr nicht sneakt. Warum, werde ich euch, denke ich, mal gleich zeigen. Und da kommt auch schon der nächste. Dann ist das hier auf der Kit, auf der Map ein relativ praktisches Kit. Ja, schaut euch das an. Wenn man sneakt, kann man einfach hinter einen Gegner. Und das, was der Typ gerade bei mir versucht hat. Aber es klappt halt leider nicht immer. Und der letzte Typ ist wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte. Genau da oben, der ist voll dir. Der sieht mir ein bisschen kompetenter aus als die anderen Gegner. Ah ne, tatsächlich hat er einen größeren als die anderen. So, und das war die erste Runde mit dem Ninja-Kit. So, da sind wir schon in der zweiten Runde mit dem Jäger-Kit. Und das Kit hat auch wieder eine Ledercap und ein OP-Schwert, nämlich ein Netherite-Schwert mit Sharpness 2. Das macht fast so viel Damage wie ein voller Crit mit einer Netherite-Axt. Also ist schon ziemlich stark. Das ist perfekt, um einen Gegner auszukritten, nachdem er sein Schild kaputt gemacht hat. Wir haben es ja in der letzten Runde gesehen, dass der Typ mich mit seinem Schwert fast gekillt hat, beziehungsweise gekillt hätte, wenn er mich getroffen hätte, weil der hat schon viel Damage gemacht, soweit ich das in Erinnerung habe. Und der Typ hier wird weggecrittet. Er hat es nicht überlebt, er ist gestorben. Und ihr habt schon gesehen, ich habe ein Herz dazu bekommen hier. Das passiert nach jedem Kill, bekommt ihr einfach ein Herz extra, ist ganz cool. Sagen, ich gehe mal in die Mitte und hol mir eventuell besseren Stuff ran, weil mit Dreiviertel Eisen kommt man nicht so weit. Und jetzt zeige ich euch mal, was das Schwert so alles kann, nämlich Gegner two-hitten. Okay, der Typ hatte keine Rüstung, aber to be honest, es wäre auch nicht viel anders passiert. Der Typ wäre halt einfach direkt. Oder auch nicht. Oh, er leckt. Ich critte eigentlich nicht so gerne laggende Spieler aus, aber für die Aufnahme mache ich es trotzdem mal. An der Stelle einfach GG. Das war die zweite Runde und zwei Wins hintereinander. Das nimmt man gerne mal mit. Da sind wir auch schon in der dritten und letzten Runde mit dem Panzerkit. Panzerkit hat diese Rüstung, wie ihr sehen könnt. Also eine Netherite Chestplate und eine Dia-Hose. Das ist ganz stark und ich könnte mir sogar Full Netherite machen, wenn ich jetzt noch einen Helm finde. Also ihr seht schon, man hat relativ schnell starkes Equip. Vorher habe ich ja immer euch so ein bisschen spekulieren lassen, was der Kill-Effekt ist oder was das Special-Effekt ist. Aber hier sage ich es einfach direkt mal. Nämlich wenn man mit diesem Kit einen Kill macht, dann bekommt man 30 Sekunden Resistenz. Das heißt, man bekommt 30 Sekunden lang viel weniger Damage und das ist richtig praktisch. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal noch eine Netherite-Spur. Ich glaube ein Netherite-Schwert. Genau. Perfekt. Eine Axt habe ich jetzt auch. Schild ist natürlich auch dabei bei dem Kit, falls ich es nicht erwähnt habe. Okay, wir haben alles. Perfekt. Jetzt können wir auf PvP gehen. Schön. Ja, haben wir aber den Kill gestealt. Okay, jetzt habe ich theoretisch das Schwert von dem Jäger-Kit von letzter Runde. Und ihr seht schon, ich habe 30 Sekunden Resistenz. Das heißt, ich gehe direkt auf den nächsten. Der Typ mir jetzt mit einem dicken Crit halt wirklich ein Herz Damage gemacht hat. Okay, das war vielleicht nicht so gut als Building Block Dings zu haben, TNT. Aber das war unbewusst. Okay, perfekt, den haben wir auch. Dann hoffe ich, dass wir die Runde hier auch schnell beenden können. Okay, wir spielen echt krass, also wirklich. So, jetzt schauen wir mal. Okay, der Typ ist gestorben. Aber das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao.